Seit unglaublichen 31 Jahren ist er bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten dabei. Mit express.de hat Wolfgang Barrow über seine Rolle Jo Gerner, Probleme mit dem Alter und seine ganz geheime Sammelleidenschaft gesprochen. Er ist das Urgestein der RTL Daily Soap, Gute Zeiten, schlechte Zeiten, spielt seit 1993 den knallharten Anwalt Jo Gerner, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte. Privat haben Schauspieler Wolfgang Barrow, 63, und seine Dauerrolle in der beliebten Serie aber nicht viel gemein, erzählt er im Interview mit express.de. Wolfgang Barrow über unglaubliche 31 Jahre, GZSZ, GZSZ, ist am 11. Mai 32 Jahre alt geworden. Sie sind seit 31 Jahren dabei. Wie fühlt sich das für Sie an? Wolfgang Barrow. Das ist erstaunlich. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Vor ein paar Jahren wurde ich mal gefragt, wie man sich denn so als TV-Legende fühle. Ich sehe mich eigentlich nicht als Legende. Für mich ist Horst Tappert, der den Derrick gespielt hat, eine Legende. Er hat diese Rolle 20 Jahre lang gespielt. Als ich realisiert habe, dass ich Jo Gerner schon viel länger spiele, war ich selbst erstaunt. Hätten Sie damals gedacht, dass die Serie so lange erfolgreich sein würde, und dass Sie so lange dabei bleiben würden? Wolfgang Barrow: Nein, überhaupt nicht. Als ich von meiner Agentur das Angebot bekam, bei GZSZ mitzuspielen, habe ich abgelehnt. Ich hatte kurz vorher einen Sechsteiler fürs ZDF gedreht, die Durchreise, mit einer hochkarätigen Besetzung, Simone Thomalla, Udo Samel, Peter Weck war Regisseur. Als ich gesehen habe, was bei GZSZ zu sehen war, dachte ich mir, dass ich mir das nicht antun muss. Ich habe mich zum Casting überreden lassen, war da und der Produzent wollte mich. Meine Agentin hat gesagt, ich müsse nur 2 Monate bleiben. Und daraus sind schon 31 Jahre geworden. Was hat Sie an dem Format gestört? Wolfgang Barrow: Es waren viele Models dabei, wenige wirklich ausgebildete Schauspieler. Das war mehr oder weniger ein Laientheater. Und es sah so aus, als hätte man mit einer handelsüblichen Videokamera gedreht, nicht so professionell. Das hat mich abgeschreckt. Heute ist GZSZ davon weit entfernt. Heute ist alles hochprofessionell. Wir können mit Primetime-Serien mithalten. Macht Sie das stolz? Wolfgang Barrow: Ich bin sehr stolz auf die Serie und bin begeistert, dass immer noch so viele Menschen die Serie kennen. Ich werde immer wieder von Leuten angesprochen, die mich als Jo Gerner erkennen, obwohl sie die Serie gar nicht gucken. Das ist beeindruckend.